Monat und platziere deine Wette. Einen schönen Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen aus der Cashpoint Arena in Altach. Auftakt in die Frühjahrsrunde der Admiral Frauen Bundesliga. Spielgemeinschaft SC Altach, FFC Vorderland gegen den FC Wacker Innsbruck. Der Tabellenzweite empfängt das abgeschlagene Tabellenschlusslicht. Wir haben wie immer vor dem Spiel mit dem Trainer der Spielgemeinschaft Bernhard Zummer ein kurzes Interview geführt. Das spielen wir Ihnen jetzt ein und dann sind wir wieder live zurück hier aus der Cashpoint Arena. Alles Gute für das Bernhard Zummer, Trainer der Spielgemeinschaft, heute vor dem Auftaktspiel in der Bundesliga gegen Innsbruck. Letzte Woche 4:0 im Cup weitergekommen. Wie hat man das Spiel verarbeitet oder analysiert? Ja, man natürlich schon, war nicht alles perfekt letzte Woche gegen Blau-Weiß Linz, Kleinmünden. Wir haben schon an den Details noch gearbeitet, speziell im Spielaufbau, wenn wir Druck bekommen, dass wir da nicht so hektisch sind, dass wir noch flache Zuspiele ins Mittelfeld bekommen und dann kontrolliert nach vorne reinspielen können. Mit Sarah Schneider hat es einen weiteren Ausfall gegeben, auch Zoe Steinhaus heute nicht mit dabei. Ja, stimmt. Zoe Steinhaus hat eben im letzten Spiel vergangene Woche einen Schlag an den Kopf bekommen, ein Knie an den Kopf bekommen und ist noch nicht ganz fit. Und die Sarah Schneider leider sich das Seitenband gerissen im Sprunggelenk. Aber ja, sonst nichts. Wir machen weiter. Wie gehst du heute taktisch die ganze Sache gegen das Tabellenschlusslicht an? Wir werden versuchen, hoch anzulaufen. Also wir stellen die Spieleröffnung nicht zu, wir lassen sie eröffnen und isolieren der Spielerin und schauen, dass wir dann Druck erzeugen. Die einzige Gefahr heute eigentlich, ohne respektlos zu sein, kann man sich fast nur selber schlagen, oder? Ja, stimmt. Aber ich finde, es ist schon eine Einstellungssache gegen Wacker Innsbruck. Wenn es die Tabellensituation sieht man, dass wir klar vor Wacker Innsbruck sind. Ein bisschen gefährlich einfach immer, weil im Hinterkopf immer so ein bisschen einfach so die vermeintliche Schwäche vom Gegner vorherrscht. Und wir müssen da sicher hochkonzentriert in das Spiel reingehen. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Clubs in dieser Saison. In der ersten Runde der Meisterschaft im August gab es einen klaren 18-0 Erfolg für die Summer Girls und im Cup im November ein klares 15-0 jeweils auswärts. Innsbruckerinnen am Tabellenende mit nur einem Punkt, 4:44 das Torverhältnis. Den einzigen Punkt gab es in Dornbirn. Man hat bereits 4 Punkte Rückstand auf die Spielgemeinschaft Dornbirn-Lustenau, 5 auf Bergheim. Man hat reagiert, neuer Trainer Yasser Demir, auch neue Spielerinnen verpflichtet, zum Beispiel aus Estland, Marie Lillimä oder Rahel Repkin. Mal sehen, ob es sportlich einen Aufschwung gibt. Blicken wir langsam auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Beginnend wie immer mit den Gästen im Tor Sophia Gabriel, die Feldspielerinnen. Silvia Makungu, die Angreiferin, dann die neue Estin Rahel Repkin, Lisa Zass, Maria Plattner mit der 9, Jana Meyer, die 11, Julia Eckert, die 17, ebenfalls aus Estland, Marie Lillimä, Miriam Hochmuth mit der 19, Kapitänin, 20, Laura Gutensohn und 37, Alina Riedl, Trainer wie angesprochen, Yasser Demir. Bernhard Zummer schickt seine 11 wie folgt auf den Platz. Wir haben es gehört, wieder einige Ausfälle dabei. Schauen wir uns das Ganze an, wie das Ganze taktisch vonstatten geht. Ein 4-4-2 im Tor Sarah-Lisa Dübel. Die Viererkette mit Horvath rechts, Kalo, die Kapitänin, Lisa Maria Metzler. Links beginnt heute Selina Albrecht. Auf der 6 Maria Olsen, Sarah Butcher. Über rechts heute Anna Bereuter, über links Rike Tietz und vorne die junge Mia Bertsch mit Julia Kofler, die bereits letzte Woche im Cup doppelt getroffen hat. Einige Partien hat es schon gegeben an diesem Wochenende in der Admiral Frauen Bundesliga. Gestern gewann Blau-Weiß Linz in Bergheim klar mit 4:1. Knapper war es da schon in Dornbirn. Spielgemeinschaft Lustenau gegen Dornbirn gegen Sturm Graz 1:2. Wichtig im Kampf um Platz 2 die Vienna
gewann nach Rückstand heute gegen Neulenkbach knapp mit 3:2. Die Niederösterreicher hatten geführt bis 20 Minuten vor dem Ende und dann innerhalb von 2 Minuten hat die Vienna das Spiel gedreht. Serienmeister St. Pölten nach 67 Minuten gegen die Wiener Austria noch 0:0. Mannschaften, Sie sehen es im Hintergrund, machen sich langsam, aber sicher bereit. Ränge füllen sich auch hier an diesem Sonntagnachmittag. Ja, relativ später Beginn für ein Frauen-Bundesligaspiel. Liegt daran, dass die Innsbrucker auch kein Future-Team haben. Die Anreise natürlich auch nicht so lange dauert. Die Innsbruckerinnen, ich habe es angesprochen, es wird ein schwerer Kampf um den Klassenerhalt. Seit 2016/17 oder 17/18, da ist man wieder aufgestiegen. 16/17 sind die Innsbruckerinnen abgestiegen. Zuvor waren sie seit 2007 Dauergast in der obersten Fußballklasse im Damenfußball. Aber heuer dürfte es wirklich schwer werden für den Traditionsverein aus der Tiroler Bundeshauptstadt. Trainerteam, Betreuer, Auswechselspieler machen sich schon auf den Weg Richtung Bank. Auch die Innsbruckerinnen, die nur 4 Wechselspielerinnen mit dabei haben. Sogar keine Keeperin dabei, keine zweite, also da darf nichts passieren. An dieser Stelle wieder gute Genesungswünsche an alle verletzten Akteurinnen. Sarah Schneider, habe sie schon getroffen, fällt sicher 4 Wochen lang aus. Außenbandriss und Teilabriss des Innenbandes, wird also ein wenig dauern. Und so ist Denhus, hat noch mit den Folgen ihres Zusammenpralls in letzter Woche zu kämpfen, daher Janine Koritic heute als zweite Keeperin auf der Bank. Wetter, es ist bewölkt hier in Altach. Rasen ist in einem guten Zustand dafür, dass hier gestern ein harter Kampf war, der Herren der Profimannschaft gegen die Wiener Austria bei nassen Verhältnissen. Und jetzt kommen die beiden Mannschaften aufs Feld. Spielgemeinschaft SC Altach, FFC Vorderland gegen Wacker Innsbruck. Herzlich willkommen nochmal auf Ländle TV in Zusammenarbeit mit Vorarlberg Online und den Vorarlberger Nachrichten. Schön, dass Sie wieder live mit dabei sind. Schiedsrichterteam kommt aus Salzburg. Christian Stöger mit den Assistenten David Bilic und Vanja Vucanovic. Sie sind jetzt auch schön eingeblendet. Vielen Dank dafür. Pflichtspieldebüt von Anfang an, also für Sarah-Lisa Dübel. Sie, die neue Keeperin aus Bremen, verpflichtet im Winter. Kam letzte Woche zur Halbzeit 2 gegen Blau-Weiß Linz schon in die Partie, nachdem Stenius das Knie an den Kopf bekommen hatte. Heute also das Debüt von Anfang an zum Rückrundenstart. Die Kapitäninnen beim Platz, bei der Platzwahl. Während die Mannschaften ihren Kreis bilden, zur Platzwahl ist geschlagen. Und hier sehen wir es, die Mannschaften kommen nochmal zusammen.
letzten Motivationsworte. Und dann kann es gleich losgehen. Freuen Sie sich mit uns auf ein hoffentlich schönes Frauenfußballspiel an diesem Sonntagnachmittag mit klaren Rollen. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Vorarlbergerinnen wäre eine Überraschung. Aber Werner Zummer hat es gesagt, unterschätzen darf man keinen Gegner. Innsbruck muss auch respektiert werden. Sind sicher nicht hierher gekommen, um nur die Punkte abzuliefern. So, die Innsbruckerinnen ganz in Rot ungewohnt. Von links nach rechts, halt auch ganz in Schwarz von rechts nach links. Und beim Anstoß Silvia Makungu. Meier war das. Und Balleroberung. Schöner Pass von Bereuter auf Olsen. Die wird aber abgelaufen. Lautstarke Unterstützung heute aus der Tiroler Hauptstadt. Eine ganze Gruppierung hat sich da auf der Gegentribüne platziert. Singen auch zu Hause immer, egal wie es steht. Und der große Vorteil hier in Altach, hier darf man sogar trommeln, ist in Innsbruck nicht auf allen Plätzen erlaubt, wie wir schon festgestellt haben. Makungu. Schön gespielt auf rechts, das ist Lisa Zass. Fehlpass, Albrecht und Purcha. Tietz, die letzte Woche mit ihrem abgefälschten 1-0 Dosenöffner war gegen Linz. Bertsch, die ein sehr gutes Debüt von Anfang an hatte. Super Balleroberung von Purcha. Tietz, Ball noch drin. Metzler. Flanke, Unsicherheit und Tietz, aber da wird ausgeputzt. Albrecht. Aber hier können wir schon gut erkennen, Makungu, die Einzige, die vorne anläuft. Ansonsten alle in rot gekleideten Gäste in der eigenen Hälfte. Gute Drehung, Kofler. Ball etwas zu weit, geht ins Tor aus. Abstoß. Ball war draußen, Zass, den technischen Fehler. Horvath. Bereuter mit Olsen. Dann läuft sie noch, bringt in Richtung 5 Meter Raum, aber abgefangen von den Tirolerinnen. Kein Foul.
Tietz. Tietz, und sie wird es versuchen. Schuss geblockt, Ball kommt zu Olsen. Hat ihn auf dem linken Fuß abgefälscht. Genau in die Arme von Gabriel. Tietz, die zur Mitte zieht. Ball am rechten Fuß hat, Schuss geblockt von Rahel Repkin. Dann der zweite Versuch, nochmal abgefälscht, genau in die Arme der Keeperin. Das war der etwas schwächere Fuß der Dänin. Ihren rechten kennen wir ja. Kofler abgelaufen von der Kapitänin Hochmut. Olsen versucht es aus der Distanz. Werten wir als Torschuss. Hochmut mit Repkin, die Innenverteidigerinnen. Innsbruck. Ballspiel. So, der Versuch ist ein wenig missglückt. Ich denke, das wollte sie anders. Ball landet bei Gabriel. St. Pölten haben schon die letzten 10 Minuten begonnen. Immer noch hält die Wiener Austria ein 0:0. Durchaus überraschend. Austria Wien präsentiert sich gut in diesem Frühjahr. Cup 3:0 gewonnen bei Sturm Graz. Das ist auch der nächste Gegner hier im Cup. Ganz schwerer Brocken im Halbfinale. Heimspiel für die SCR Ladies gegen Austria Wien am Ostersamstag. Das andere Halbfinale lautet St. Pölten gegen Vienna. Dort sind wir leider nicht auf Sendung. Dort hat sich das Staatsfernsehen eingeschlichen. So, langer Ball. Fahne geht nach oben. Abseits. Makungu vielleicht den Tick vorne. Reuter. Olsen. Über Kalo und Metzler. Ein genaues Anspiel. Ball bleibt aber bei den Hausherrinnen. Spiel an Butcher. Julia Eckert. So, vielleicht die Möglichkeit auf den Konter. Ball für Makungu. Aber zu weit, Kalo, zurück zu Dübel. Aber man sieht den Plan der Tirolerinnen. Tief stehen, Räume möglichst eng machen.
bald zu lange. Es gilt also für die Girls von Bernhard Zummer hier eine Lösung zu finden, diesen Abwehrregel zu knacken. Na, da sehen wir die Gruppe Innsbrucker Fans, die heute den Weg über oder durch den Arlberg gefunden haben. Nolzen mit einer Drehung, noch eine Flanke von Horvath. Und auf Tietz und knapp vorbei. Eckball. Da war noch jemand dazwischen. Und der lange Ball. Tietz. Ah, sie kommt gar nicht zum Abschluss. Die 8, Lisa Zass. War da am Ball. Also beinahe ein Eigentor. Ball kommt, Kiprin verschätzt sich und der Ball ist drinnen. Selina Albrecht, 12. Minute. Die junge Bregenzer Wälderin bringt die Altacherinnen also in Front nach dieser Ecke. Gabriel, die sich verschätzt hatte. Hier sehen wir es, der hohe Ball. Kiprin springt unten durch, Albrecht reagiert am schnellsten. Und buxiert das Leder zum 1:0 in die Maschen. Tor in der Tischpunkte. 12. Spielminute. Hier steht 1:0. Zweiter Meisterschaftstreffer. Gratuliert die Torschützin, mit der Nummer 23. Für die noch 17-jährige Selina Albrecht. Sie hat ja den Siegtreffer beim 2:1 gegen die Vienna erzielen können. Und hier hat sie am schnellsten reagiert. Haben wir sie, die Torschützin beim Einwurf. Bertsch. Wie angesprochen, gutes Startelfdebüt in einem Pflichtspiel für die 16-jährige Mia Bertsch gegen Blaues Linz in der Vorwoche. Großes Talent, großes Versprechen. Und durch die vielen, vielen Ausfälle vielleicht etwas früher in den Mittelpunkt gerückt und in die Startelf als geplant, aber die Verletzungen bieten natürlich eine Chance. Mera Elgas, noch im Auslandsstudium, wird im April wieder zurückkehren nach Altach. Linda Natter wird leider noch länger ausfallen. Leonie Schmiedl ebenfalls verletzt. Serena Heb wieder im Kader, die zuletzt auch wegen Bänderproblemen gefehlt hat, heute noch auf der Bank. Olsen. Horvath. Bereuter. Mit der Flanke. Und Tietz. Fördert das Leder in den zweiten Stock.
Olsen. Bleibt hängen. Ballgewinn der Dänin. Das war aber ein bisschen zu ungenau. Den Ball kann Bereuter nicht kontrollieren. Und so sind die Innsbruckerinnen wieder im Ballbesitz. Makungu. Kofler mit Olsen. Seitenverlagerung klappt nicht. Bertsch, Tietz mit einem Haken und versucht es mit links. Knapp vorbei. Nächste Abschlussgelegenheit also für die Hausherrinnen. Hier sehen wir es noch einmal. Haken und Abschluss im 16er. Weltpass. Aber die Innsbruckerinnen verschenken die Kugel auch gleich wieder. Lillimäe. Ballins nirgendwo. Makungu zu weit weg. Aber jetzt laufen sie etwas höher an. Die Tirolerinnen versuchen etwas früher zu attackieren, zumindest kurzzeitig. Jetzt befinden sie sich wieder im Rückzug. Fast der Ballverlust, ausgebügelt von Burtscher, die sich da reinhaut. Und die Kugel rettet. Der Ball ist zu weit von Kofler auf Tietz. Der war nicht zu erreichen. Tietz. Ein langer Ball, abgefangen. Guten Sohn war das, die da dazwischen war.
Alterinnen tun sich schwer, in die gefährlichen Zonen zu kommen. Damit auch zu ganz zwingenden Abschlüssen. Tor fiel ja nach einem Standard. So, jetzt Makungu. Bekommt da die Kugel gegen Metzler. Sucht eine Mitspielerin, findet diese auch. Und der Ball geht vorbei. Lillimäe war's. Aber erster vielversprechender Angriff der Gäste. Wir notieren Minute 21. Erstmals die Innsbruckerinnen mit einer zumindest Halbchance. Jetzt auf der anderen Seite Rike Tietz im 16er. Pass zur Mitte. Olsen mit rechts abgeblockt. Eckball. Endstand aus St. Pölten übrigens 0:0. Die Wiener Austria kämpft sich also beim Serienmeister einen Zähler. Pflückt sie runter, Sophia Gabriel. Plattner. Der Einwurf findet keine Mitspielerin. Kofler. Nein, Bertsch natürlich, Verzeihung. Schön gemacht von der jungen Bertsch und Bereuter mit links. Kein Problem für Gabriel, aber schön gemacht von Bertsch, die da ihre Mitspielerin eingesetzt hat. So, Ballgewinn, Rike Tietz. Kofler, die versucht, aber abseits. Hätte nicht gezählt, dieser Versuch. Da war die Fahne bereits oben. Makungu, gut gemacht, aber abseits. Auf der anderen Seite Zass. Der Ball geht auch ins Nirgendwo. Jana Meyer. Metzler, gut gespielt. Albrecht. 1 gegen 1. Zieht zur Mitte und versucht's. Aber über das Tor. Schön war der eröffnete Pass von Metzler. Den wir nicht mehr sehen. Hier sehen wir nur noch den Abschluss. Versucht es mit rechts. Verfehlt dann. Aber das Ziel recht deutlich.
Gleich sind 25 Minuten absolviert hier in der Cashpoint Arena in Altach. Hausherrinnen führen nach dem Treffen von Selina Albrecht mit 1:0. Versucht der Distanzschuss. Werten wir auch als Abschluss. Wir sind heute großzügig, Sonntagnachmittag. Gut gemacht, Bereuter. Ja, da spritzt eine Gegnerin dazwischen. Pass auf Olsen kommt nicht an. Gabriel kann nicht klären. Und Kofler. Kofler versucht es genau in die Arme von Sophia Gabriel. Kein Problem für die Kipperin. Nächster beinahe Ballgewinn. Da attackieren sie früh. Die Spielerinnen von Bernhard Zummer haben die Innsbruckerinnen schon das ein oder andere Mal Probleme beim Herausspielen gehabt. Nächste Balleroberung. Aber dann der Fehlpass von Tietz. Zass hat ein bisschen Platz. Makungu. Aber kommt nicht an Metzler vorbei. Gute Zweikampfführung der Nummer 18 im Trikot der Spielgemeinschaft. Spiel etwas zu weit für Howard. Olsen. Howard auf Bereuter. Bricht nochmal ab. Spielt zurück auf Kalo. Und Foul. An Bereuter. Kurz abgespielt. Na, ungenau wieder dieses Zuspiel. Von Bereuter und Tietz per Kopf kann das Leder aber nicht aufs Gehäuse bringen. Hier sehen wir es nochmal. Bereuter mit der Flanke, Tietz in der Mitte, die hochsteigt, aber dann Kugel nicht aufs Tor bringen kann. Wieder Tietz. Ballgewinn Wacker Innsbruck, aber nur kurz. Jetzt haben sie einen Einwurf. Metzler verspringt der Ball ins Aus.
Nolzen. Guter Pass, aber Tietz, laut Schiedsrichterassistentin, einen Schritt zu weit vorne. Fahne oben im Abseits. Aber gute Idee, gutes Auge von Maria Olsen in dieser Situation. Das wäre ideal gekommen. So könnte es gehen gegen tiefstehende Gäste. Die jetzt selber kommen über die linke Seite. Flanke. Aber keine Abnehmerin. Lillimä. Gut dazwischen gegangen von Olsen. Aber die Abspiele, die Genauigkeit ist einfach nicht immer oder nicht oft genug da. Ballverlust. Plattner. Doppelpass mit Lillimä. Die Estin mit der Flanke. Keine Innsbruckerin bereit, um den Ball zu verarbeiten. Tietz auf Kofler. Kofler geht in den 16er, sucht Bertsch in der Mitte, wird geblockt, aber es gibt den nächsten Eckball. Und wir erinnern uns, Treffer Nummer 1 oder der einzige Treffer an diesem Nachmittag fiel bislang aus eben einem Corner. Kofler wird den Ball mit rechts zum Tor zur Mitte bringen. Kann klären. Dieser lange Ball dürfte und wird Beute von Gabriel. Potscher. Hallo. TV Horvat, das jetzt den Ball serviert, ihren Vertrag verlängert hat. Auch Sue Steenhuis hat verlängert. Trainer Bernhard Zummer ebenso. Man möchte den erfolgreich eingeschlagenen Weg hier in Altach natürlich fortsetzen. Großes Ziel in dieser Saison, in den verbleibenden Spielen, die Teilnahme erneut am Cupfinale und Ergatterung von Platz 2, der zur Champions League Quali berechtigen würde, aber das wird ein harter Kampf. Die Wiener heute wieder mit 3 Punkten sind momentan immer noch auf einen Punkt dran. An den Rheindörflerinnen. Sturm hat gestern auch 3 Zähler geholt. Die Austria präsentiert sich sehr formstark. Wird also noch spannend. Nächster Ballverlust. Bei den Tirolerinnen. Makungu, Foulspiel von der Angreiferin. Ja, nächste Woche steigt das Spiel in Graz. Messendorf, Sturm Graz gegen Spielgemeinschaft SC Altach FFC Vorderland. In Graz haben sich die Altacherinnen immer schwer getan. Generell sowas wie ein Graz-Fluch hier in Altach. Gegen die Blackies bei Männern und Frauen tut man sich irgendwie schwer auswärts. Mal sehen, ob eine Trendwende geschafft werden kann. Eckert verliert die Kugel. Bereuter. Sie bleibt hängen, wird da getroffen. Von Meier. Plattner.
Langer Ball, aber zu lang und Dübel, die mitgespielt hat, kann die Kugel aufnehmen. Von Kalo auf Tietz. Kein Foul. Weiter geht's. Lilimé. Guten Sohn. Na, gefährlicher Pass. Und Balleroberung von Bertsch auf Tietz. Und die Fahne ist wieder oben. Wird gefault. In 8 Minuten vor der Pause trete ich, glaube ich, niemandem zu nahe, wenn ich von einem qualitativ nicht allzu hochwertigen Fußballspiel spreche bis hierhin. Na doch. Zwar fast immer im Ballbesitz bemüht. Aber so richtig in die gefährlichen Zonen ist man noch zu wenig vorgedrungen. Jetzt Tietz! Spritzt da dazwischen und verpasst das 2:0 nur ganz knapp. Da hat sie ihre Gegenspielerin typiert. Da sehen wir es. Der Ball. Und da hat die Abwehrspielerin Rahel Repkin vielleicht nicht mehr unbedingt damit gerechnet. Tietz, die hellwach war. Beinahe auf 2:0 gestellt hätte. Frau Freistoß. Ein paar Meter vor dem Innsbrucker 16er. Wird jetzt gesagt, ist ein bisschen weit, aber Maria Olsen traue ich durchaus zu, dass sie das direkt versuchen wird. Wird aber vermutlich eine Flanke werden. Ja, weder noch, bleibt in der Mauer hängen. Tietz. Eine Gegenspielerin war dann zu viel. Plattner in die Beine von Horvath und Foul von Makungu. Für die ist das erwartet schwere Spiel, ist da als Alleinunterhalterin im Innsbrucker Sturm. Den Ball abgelegt auf Meier.
Und die mit einem sehr optimistischen Pass. Boccia wird gehalten. Nächster Freistoß. Alles keine bösen Fouls bis hierhin. Es gibt halt doch immer wieder Unterbrechungen im Spielfluss, der generell noch nicht berauschend ist an diesem Sonntagnachmittag. Jetzt super Aktion von Bereuter. Dann den Ball ein bisschen einen Tick zu weit vorgelegt. Bereuter durch die Beine von Lili May. Die Flanke kommt, aber Gabriel kommt bis zum Fünfer raus und schnappt sich die Kugel. Bin gespannt, ob Trainer Bernie Summer in der Pause reagieren wird. Personell Rebecca Linz und Sarina Heb sehe ich beim Aufwärmen, während hier Mir Bertsch im gegnerischen Strafraum auftaucht. Aber es gibt Abstoß. Hochmut. Meier. Plattner auf Makungu. Immer noch Makungu. Lili May, Doppelpass. Gutensohn im 16er. Bringt aber dann keinen Druck hinter den Ball. Weder Flanke noch Schuss. Damit ist diese Situation auch bereinigt. Tietz ist da, glaube ich, die Luft weggeblieben bei diesem Zusammenstoß. Butcher hilft gleich, ja, sie hält sich da die Bauchgegend. Werner Müller und Julian Bernhardt. Beider Spielerin mit der 14. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es weitergeht. Die Situation sehen wir hier nochmal. Ein bisschen ein Zusammenstoß mit Jana Meyer. Und dann der Sturz, glaube ich, auch. Aber sie steht wieder. Schnauft nochmal durch an der Seitenlinie und bald ist ja auch Halbzeitpause. Dann gibt es nochmal die Gelegenheit, ein wenig durchzuschnaufen. Ja.
Die offizielle Nachspielzeit von einer Minute präsentiert die... Eine Minute Nachspielzeit in Halbzeit Nummer 1. Vielleicht geht sich noch ein Angriff aus. Metzler. Er dreht nochmal ab, zurück auf Dübel. Albrecht bleibt hängen. Nochmal der Ball auf Makungu, Metzler dazwischen. Und das ist der Halbzeitpfiff. Die Spielgemeinschaft SC Rathenow FFC Vorderland führt gegen FC Wacker Innsbruck zur Pause mit 1:0. Torschützin nach 12 Minuten war Selina Albrecht, die nach einem Eckball am schnellsten geschaltet hat und die Kugel in die Maschen befördert hat. Insgesamt ein Spiel, ja, auf überschaubarem fußballerischem Niveau. Rathenow klar überlegen, aber in einigen Aktionen einfach zu ungenau, nicht präzise genug. Aber immerhin liegt man in Front. Gibt uns vielleicht die Gelegenheit, noch kurz auf die Statistiken aus Halbzeit 1 zu blicken. Da sehen wir es, die Überlegenheit, Schussversuche, 10 Stück. Innsbruck hat es mit 2 Abschlüssen versucht. Davon ging keiner aufs Tor, bei den Altachinnen waren es doch einige, zumindest 4. Wo Gabriel dann auch dazwischen war, beim Tor von Albrecht war sie chancenlos. Fouls 8:0, noch erwartbar irgendwie. Innsbruck, die defensiv stehen müssen, wie gesagt, nichts Grobes dabei, deshalb auch noch keine Karten. Ja, das war's von uns, von dieser ersten Halbzeit. Wir gehen auch in eine kurze Pause und melden uns dann zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder. Live aus der Cashpoint Arena. In Altach hat es übrigens gerade zu regnen begonnen.
Zurück live aus der Cashpoint Arena in Altach. Die Spielerinnen kommen langsam wieder zurück und sie sehen schon Emilia Butcher und Mia Bertsch sind zur Pause ausgewechselt worden. Von diesem Mann, von Bernhard Summer, Rebecca Linz und Sarina Heb kommen für die beiden neu in die Partie. Der Trainer Bernhard Summer stellt seine Elf ein wenig um. Ja, gerade Emilia Butcher sieht man die Enttäuschung an. Und auch die Innsbruckerinnen wechseln. Charlotte Marhauser wird ins Spiel kommen. Da wird jetzt die Herausforderung sein, herauszufinden, für wen sie ins Spiel kommt. Denn im Gegensatz zu Altach und Teammanager Olli Jakob halten die Gäste keine Tafel nach oben. Hier sehen wir Anna Bereuter. Auch die Innsbruckerinnen kommen zurück aufs Feld. Also Rebecca Linz und Sarina Heb, die in die Partie kommen, und daneben Charlotte Marhauser. Wir versuchen gerade herauszufinden im Verbund, wer bei Innsbruck nicht mehr im Spiel ist. Versuchen da die Liste durchzugehen. Also Heb wird wohl in der Spitze auflaufen statt Mia Bertsch, und Linz übernimmt die Position von Butcher. Also positionsbezogene Wechsel. Heb Olsen. Und das gibt Eckball. Und Horvath versucht und trifft. Traumtor Sabrina Horvath. Nächster Treffer nach einem Eckball. Zu kurze Abwehr. Ball kommt zu Horvath und die nimmt sich ein Herz. Haut drauf. Und via Unterkante Latte
landet die Kugel in den Maschen. Da haben wir sie, die Torschützin. Hier der Eckball. Keeperin mit der zu kurzen Faustabwehr. Und dann aus 21, 22 Metern Horvath mit rechts verwandelt. Kurz nach der Pause zum 2:0. Herrlicher Treffer. Also perfekter Start in Halbzeit 2. Steht 2:0. Und Unica Böhlerin Götzis gratuliert der Torschützin mit der Nummer 3, Sabrina Horvath. Und Heb, Schuss von ihr wird geblockt. Wir haben auch herausgefunden, wer aus dem Spiel gegangen ist bei den Innsbruckerinnen. Lisa Zass ist in der Kabine geblieben. Nochmal zu Dank an den heutigen Spielsponsor ORF Vorarlberg und den Bikesponsor Dippico. Vielen Dank. Kofler. Kofler. Immer noch Kofler. Ein Abspielfehler. Guten Sohn dazwischen. Tietz. Wir hatten kurz technische Probleme, falls Sie es bemerkt haben, kein Problem. Uhr läuft wieder ganz normal und Bereuter setzt sich da nieder. Jetzt Spiel kurz unterbrochen, angeschlagen. Ich weiß nicht, hat sie einen Schlag abbekommen? War für mich nicht zu erkennen. Bereuter wieder zurück am Feld. Da können wir leider nicht auflösen, was da passiert ist, aber es dürfte nichts allzu Schlimmes sein, zum Glück. Bereuter kann weitermachen. Gleich der Hinweis an Sie, wir haben versucht, etwas im Ablauf zu verändern, um die Wartezeit nach dem Spiel auf die Interviews ein wenig zu verkürzen. Haben wir mit Trainer Bernhard Zumer ausgemacht, dass direkt nach dem Abpfiff eine Spielerin und er zur Verfügung stehen, bevor sie in den Mannschaftskreis zurückkehren. Wir haben gehört, dass die Pause doch etwas zu lang war. Kofler im 16er. Die Highlights und die Zusammenfassung der Partie natürlich wie immer dann ab morgen auf Ländle TV zu sehen. Unsere heutige Live-Übertragung auf Ländle TV wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Vorarlberg Online und den Vorarlberger Nachrichten. Heb. Mit der Flanke und Kofler! Ganz knapp vorbei. Wir haben nur Zentimeter gefehlt auf Tor Nummer 3. Hier sehen wir es, kommt da völlig frei zum Kopfball und
hauchdünn am Pfosten vorbei. Foul und rot. Rote Karte. Jana Meyer, wenn ich es richtig von hier oben sehe. Nach hartem Einsteigen. Perfekte Freistoßsituation jetzt für Olsen. Wir werden das Vergehen gleich nachreichen. Er hat sie von hinten gestoßen. Unnötig. Komische Situation. Und jetzt perfekte Freistoßposition für Olsen. Und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, wird sie es direkt probieren. Ja, Meyer muss noch von der Bank weg. Hat da auf der Bank Platz genommen. Ausgeschlossene Spielerinnen dürfen nicht auf der Ersatzbank verweilen. So, und Olsen versucht in die Arme von Gabriel. Den haben wir auch schon besser gesehen. Hat da nicht so viel Druck hinter den Ball gebracht. Und im Nachfassen hat Gabriel dann die Kugel sicher. Also Innsbruck nur noch zu zehnt. Wirklich unnötige Aktion. Da von Meyer, vielleicht kann ich das nochmal in der Regie erbitten, dass ich das Ganze nochmal zu Gesicht bekomme. Macht die Aufgabe für die Tirolerin natürlich nicht einfach. Ich habe gehört, in der nächsten Unterbrechung bekommen wir das Ganze nochmal eingespielt. Vielen Dank dafür. Hochmut auf Marhauser. Hochmut. Röpkin mit dem Fehlpass. Genau zu Olsen. Die zurück auf Metzler. Albrecht. Ja, die Wacker-Fans sind etwas ruhiger geworden. Könnte ja auch an der guten Verpflegung hier in Altach liegen. Bier ja doch deutlich besser als über dem Arlberg, um hier Schleichwerbung zu machen. Olsen. Linz. Gute Drehung. Bereuter. Außennetz. Sehr gute Aktion. Ballannahme, Drehung und Schuss knapp vorbei. Also deutlich mehr Abschlüsse jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Klar, jetzt auch mehr Platz. Innsbruck mit einer Frau weniger. Albrecht mit dem Foul, holt sich auch eine gelbe Karte ab.
Dürfte das erste Foulspiel überhaupt sein der Heimmannschaft, wenn wir richtig mitgezählt haben. Plattner. Makungu, aber Metzler aufmerksam. Und Heb. Wieder genesen nach ihrer Bänderverletzung. Langer Ball auf Bereuter, aber das ist abseits. War deutlich zu sehen. Mehr als ein Schritt vorne. Foul von Tietz. Lilime läuft mit dem Ball ins Aus. Linz. Torwart. Foul von Makungu an Kofler. Trikot vergehen. Foulspiel. Auf der anderen Seite. Ja, vorhin hat es zu regnen begonnen, ganz leicht hier über Altach. Jetzt scheint es wieder trocken zu sein. Komisches Wetter im Ländle. Balleroberung. Bereuter will das direkt machen. Langer Ball. Aber die Verteidigerin Repkin davor. Heb an der Kugel. Hofler, schön weitergeleitet, Heb und Parade von Gabriel. Gute Aktion auf beiden Seiten. Schön der Pass mit Gefühl von Kofler in die Lücke. Heb, die nicht lange fackelt, abzieht. Und Gabriel klärt zur Ecke. Zu 0 Ecken.
Ja, da sind sie mit den Köpfen zusammengestoßen, die zwei Altacherinnen. Müsste eigentlich abpfeifen. Der Schiedsrichter, so ist es auch. Unglückliche Situation. Da hat es gekracht. Bereuter rappelt sich langsam wieder nach oben. Tietz war da beteiligt. Friendly Fire sozusagen. Aber sie kann schon wieder lachen. Ein wenig zumindest. Und es wird für die Junglehrerin gleich wieder weitergehen. Jetzt ist sie wieder zurück am Feld. Nach wie vor führt Altach also hier mit 2:0. 62,5 Minuten sind vorbei. Spiel scheint entschieden, auch wenn das vielleicht komisch klingt bei einem 2-Tore-Vorsprung zu diesem doch frühen Zeitpunkt. Aber Innsbruck offensiv nicht vorhanden und dazu mit einer Spielerin weniger. Clever gemacht, Makungu, Plattner, Pass in die Tiefe, Dübel, sehr gut mitgespielt. Ball landet schließlich im Seitenaus. Riedel kann da die Kugel nicht sauber verarbeiten. Und so sind die Altacherinnen wieder im Ballbesitz über Kallo. Metzler. Raus auf Albrecht, die Torschützin zum 1:0. Horvath. Ja, der ist hier missglückt. Abgerissen die Kugel. Wollte die Flanke schlagen. Aus dem Spiel heraus bleibe ich dabei, ist es zäh, jetzt aber Tietz mit viel Platz und wieder ist Gabriel dazwischen. Kieperin wehrt erneut zur Ecke ab, da hatte sie Platz, Rieke Tietz. Molzen mit dem Kopf, dann hebt nicht mehr dran. Und Tietz mit dem Linksschuss. Nächster Eckball. Brigitta Pulins wird bei Altach ins Spiel kommen. Gestriges Geburtstagskind, die Ungaro-Kanadierin. Ball kommt, gefährlich! An Freund und Feind sozusagen vorbei. Für Gabriel haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Da hat sie doch Unsicherheiten in ihrem Spiel bei diesen hohen Bällen nach Eckbällen. Wir erinnern dran, beide Tore sind aus Cornern gefallen. Makungu. Riedel. Ballgewinn von Linz. Foul an Bereuter. War vielleicht die letzte Aktion für Bereuter. Könnte mir vorstellen, dass das Spiel für sie beendet ist.
Nein. Selin Albrecht geht aus dem Spiel. Damit wird Bayreuther wohl auf die Linksverteidigerposition wechseln. Selin Albrecht, die Torschützin zum 1:0. Da kommt sie ins Bild. Gute Leistung der jungen Bregenzer Wälderin. Und jetzt kommt Neuzugang im Winter und Geburtstagskind von gestern, Brigitta, genannt Briggs Pullins, neu in die Partie. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Bayreuther auf die Linksverteidigerposition wechseln wird und Pullins über rechts am Flügel kommen wird. Olsen mit dem Freistoß und Kopfball und abgepfiffen. Treffer zählt nicht. Da wurde auf Foulspiel entschieden vor dem Kopfball. Vielleicht können wir es erkennen. Naja. So, tue ich mir jetzt etwas schwer. Ich blicke in die Gesichter hier oben. Auch da haben nicht viele ein Foulspiel gesehen, glaube ich. Ja. Hier ins Bockrennen. Über die rechte Seite. Die sich meiner Meinung nach, auch das möchte ich nochmal betonen, recht teuer verkaufen. Hier als klarer Underdog. Anführungszeichen nur mit 0:2 zurück. Und jetzt doch schon seit mehr als einer Viertelstunde nur noch zu zehnt. Wird natürlich auch eine Kraftsache sein, jetzt für die verbleibenden 20 plus Minuten, denke ich mal. Pullins, die entgegen meiner Vorhersage jetzt auf links agiert. Und Bayreuther ist rechts geblieben, so viel dazu. Eigentlich hätte ja heute Sarah Schneider gesagt, sie schaut auf einen Sprung bei mir vorbei hier am Mikro, die verletzte Akteurin, aber ist sich dann doch nicht ausgegangen. Schade, Schneider, dir natürlich auch alles Gute und gute Besserung. Am liebsten sehen wir dich natürlich auf dem Platz und wir hoffen, dass du bald wieder dorthin zurückkehren kannst. Eckball. Melinda Natter, ich habe gestern mit ihrem Vater gesprochen, auch da gibt es Fortschritte. Ich glaube, die Angreiferin kann jetzt zumindest die Krücken mal beiseite legen. Und an dieser Stelle, wie auch schon einmal erwähnt, an alle verletzten Spielerinnen nur die besten Genesungswünsche. So, Olsen, die ausrutscht hier, der Ausführung des Eckballs, unglückliche Situation. Und Angelina Maldona macht sich bereit für ihren Einsatz. Und ich halte mich jetzt mit weiteren Prognosen zurück, da ich vorhin ja schon falsch gelegen bin. Innsbruck wird nochmal wechseln. Sarah Riedl wird dort ins Spiel kommen. Während wir hier Kofler sehen, attackiert von Makungu. Ballgewinn und Plattner. Riedl. Ihr Abspiel. Findet aber keine Teamkollegin und landet bei Dübel.
Kofler versucht das Direktspiel auf Heb. Ball bei Linz. Wird bedrängt. Müsste ein Foul gewesen sein. Ja. Ja, jetzt der Wechsel bei Altach. Die Kapitänin bekommt eine Verschnaufpause. Francesca Calò verlässt den Platz. Und für sie kommt also Angelina Maldona aufs Feld und bei Innsbruck, wie gesagt, Sarah Riedl mit der 22. Und Alina Riedl verlässt dafür den Platz. Könnten Schwestern sein, weiß ich jetzt nicht, aber durchaus möglich. Gibt ja noch eine Riedl, Tatjana Sandrin Riedl. Makungu. Kofler. Heb. Nicht genau genug. Den kann Tietz nicht erreichen. Die ist jetzt mittlerweile auf die rechte Seite. Noch nicht ausgewichen, sondern platziert worden quasi. Spielfehler von der Keeperin, Tietz dazwischen, legt den Ball an Hochmut vorbei. Kungu hilft aus, Altach bleibt im Ballbesitz. Maldona. Noch ein positionsbezogener Wechsel, Maldona übernimmt direkt den Platz von Calò. Pullins. Bereuter. Olsen. Über links. Flanke kommt. Bereuter mit dem Kopf verlängert. Tietz zurück auf Kofler. Die mit dem Abschluss. Knapp drüber. War niemand mehr dazwischen, laut Schiedsrichter. Knappe Viertelstunde noch zu spielen hier in Altach. Rückrundenauftakt der Frauen-Bundesliga. Altach Vorderland führt mit 2:0. Torschützen Selin Albrecht und Sabrina Horvath. Innsbruck seit Minute 52 nur noch zu 10 nach roter Karte
gegen Jana Meyer. Bereuter. Pulins. Lernt schon kräftig Deutsch, die Ungaro-Kanadierin. Abseits. Fahne oben. Ja, ich weiß, wir haben versprochen, dass wir die rote Karte nochmal nachliefern. Nächste Unterbrechung. Wenn nichts dazwischen kommt, spielen wir das nochmal ein. Zuschauerzahl übrigens 488 an diesem Sonntagnachmittag. Bedanken Sie bei 488 treuen Zuschauern. Vielen Dank. Ja, Metzler rutscht aus. Öffnet Wacker die Chance. Nächster Ausrutscher. So, jetzt schauen wir nochmal auf diese Situation. Ah, da hält Olsen. Ah, da stellt sie den Fuß rein. Das war kein Schubser. Okay, ja. Leichtes Nachtreten. Hier hält Olsen Meyer und die tritt nach unten am Schienbein. Alles klar. Jetzt haben wir es auch aufgelöst. Nicht die schlauste Aktion. Bisschen Frust dabei, nachdem sie von Olsen gehalten wurde. Danke an die Regie, danke ans gesamte Team, Kamera, Christian Fasser, Martin Engel, Michael Fenkert in der Regie. Wir dir wir Ihnen heute diese Live-Übertragung auf Ländle TV in Zusammenarbeit mit Vorarlberg Online und den Vorarlberger Nachrichten präsentieren dürfen. Linz. Horvath. Maldona zurück auf Dübel. Im Zusammenspiel mit Horvath, schön auf Kofler, Tietz wieder auf Kofler, Heb, Pulins, die es versucht, ungefährlich. Und es brechen die letzten 10 Minuten der regulären Spielzeit an. Wechsel, Hanna Sutter. Bekommt auch noch ein paar Spielminuten, junge Spielerin, für Rike Tietz. Die Deutsche verlässt das Spielfeld. Dann sehen wir sie, die junge Anna Sutter. Und Sutter macht sich gleich auf den Weg Richtung Sturmzentrum. Bin gespannt, ob sie dann im Spiel auch auf dieser Position verweilen wird, in diesen verbleibenden knapp 10 Minuten. Bereuter! Eckball. Gabriel mit der Abwehr nach diesem Distanzschuss von Anna Bereuter. Fackelt da nicht lang, zieht ab. Macht die Ecke für das Heimteam. Gabriel pflückt die Kugel herunter. Noch ein Wechsel gleich. Bei den Innsbruckerinnen, da kommt die nächste Riedel
Tatjana Sandrin Riedl. Der Wechsel geht jetzt über die Bühne. Und Silvia Makungu, die viel arbeiten musste im Sturmzentrum, viele Wege gegangen ist, für sie ist das Spiel beendet. Kofler. Abgefangen von Plattner. Ball landet bei Horvath. Olsen. Olsen legt sich den Ball auf rechts, zieht ab, trifft die Kugel aber nicht richtig und so wird es eher ein harmloser Roller Richtung Gabriel. Sutter. Kulins. Ja, so verrinnen die Minuten hier in der Cashpoint Arena. Ein Alltag steuert auf einen völlig ungefährdeten, ich nenne es trotzdem, Arbeitssieg zu. Gibt nochmal Eckball. Neunte Ecke. Zwei davon haben zu Treffern geführt. Heb per Kopf deutlich vorbei. Heb blickt auf, versucht's mit einem Schuss aus großer Distanz. Gabriel, mal kurze Zeit, vielleicht einen Schritt zu weit vorne. Ball dann aber zu hoch angesetzt. Und Gabriel wäre auch wieder auf Position gewesen. Sutter. Er bleibt am Rasen hängen beim versuchten Zuspiel. Das nächste Heimspiel der Altacher Damen hier in der Cashpoint Arena dann am 30. März gegen die Wiener Austria im Cup-Halbfinale des Sportland Niederösterreich Cups. Wie gesagt, dann leider keine Übertragung von unserer Seite. Das liebe Staatsfernsehen hat zugegriffen. Nächste Woche geht es für die Summer Girls nach Graz. Sturm der Gegner. Es wird eine Leistungssteigerung vonnöten sein. So viel traue ich mich von hier oben zu behaupten. Während Innsbruck noch sein Wechselkontingent gleich erschöpfen wird. Carla Aschhaber macht sich bereit.
halt auch das Wechselkontingent ja ebenfalls schon erschöpft. Ja, 2,5 Minuten vor dem Ende können wir vielleicht schon beginnen, ein Fazit zu ziehen. Altach gegen das Tabellenschlusslicht klar überlegen. Innsbruck nur zweimal in der Nähe von Dübel aufgetaucht. Ballbesitzstatistik spricht auch eine klare Sprache, ebenso wie die Abschlüsse und Torchancen. Fakt bleibt aber, dass beide Tore aus Standards gefallen sind. Während Innsbruck jetzt einen Wechsel vollzieht, Karl Aschhaber. Julia Eckert, für sie ist das Spiel beendet und Karl Aschhaber kommt für die letzten Minuten aufs Feld. Ja, wir waren beim Fazit, Altach klar überlegen, die bessere Mannschaft hat sich aus dem Spiel schwer getan. Treffer resultieren beide aus Standards. Innsbruck ab Minute 52 nach einer dummen Aktion von Jana Meyer nur noch zu zehnt. Aber seitdem auch ohne Gegentreffer. Ich denke, der Auftritt der Innsbruckerinnen und der Einsatz kann den Tirolerinnen Mut machen für die verbleibende Spielzeit. Es wird eine Mammutaufgabe, den Klassenerhalt zu schaffen. Davon kann man, glaube ich, auch ausgehen. Aber in der Defensive haben sie sich dann heute doch verbessert, gezeigt im Vergleich zu den Spielen im Herbst. Gelpass von Maldona. Und 3 Minuten Nachschlag gibt's hier oben drauf. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, die Highlights der Spiele oder dieses Spiels gibt's dann wie immer auf Ländle.tv ab morgen Montag. Wir werden uns nach dem Spiel gleich an den Spielfeldrand begeben für Interviews. Die Pause zwischen dem Interview sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Wir haben eine neue Vereinbarung getroffen. Wir versuchen direkt im Anschluss die Interviews zu bekommen. Nochmal Lillimä gegen Pulins. Lillimä, die Estin, setzt sich durch, bringt den Ball zur Mitte. Verzeihung. Eine Minute der dreiminütigen Nachspielzeit ist bereits abgelaufen. Altach bleibt damit also weiter einen Zähler vor der Vienna, die heute gegen Neulenkbach gewonnen hat. Innsbruck bleibt am Tabellenende. Heb.
Olsen. Innsbruckerin verlängert den Ball. Kofler, kommt sie nochmal zum Abschluss? Jawohl. Und Gabriel wehrt ab. Dann sehen wir es nochmal. War schon etwas spitz der Winkel. Aber Kofler nicht einfach. Nochmal Foulspiel an Sutter, gibt noch einen Freistoß. Das dürfte die letzte Aktion in diesem Spiel werden. Danach wird Schiedsrichter Stöger die Partie aller Voraussicht nach beenden. Vielleicht versucht es Olsen nochmal direkt. So ist es auch. Ball geht am Tor vorbei. Und es folgt, wie angekündigt, der Schlusspfiff in dieser Partie. Die Spielgemeinschaft SC Rheinbach FFC Vorderland besiegt den FC Wacker Innsbruck mit 2:0. Tore von Selina Albrecht und Sabrina Horvath. Klare Geschichte an diesem Sonntagnachmittag. Verdienter Erfolg für die Summer 11. Fazit haben wir ja schon kurz gehabt. Ich darf mich vorerst bei Ihnen bedanken. Ich mache mich jetzt noch auf den Weg Richtung Spielfeldrand, um noch die ein oder andere Stimme für Sie einzuholen. Bitte bleiben Sie dran. Wir melden uns gleich wieder live hier aus Altach.
Bernhard Sommer, 2:0 Sieg gegen Wacker Innsbruck, Gratulation. Fällt das heute in die Kategorie Arbeitssieg? Ja, nicht unbedingt. Also wir haben nach hinten eigentlich gar nichts zugelassen, vorne 2 Tore gemacht, klar. Bis das erste Tor fällt, ist immer so, fällt einem ein Stein vom Herzen. Aber eigentlich ein ungefährdeter Sieg. Wir haben noch einige Torchancen dazu gehabt. Müssen wir ein bisschen schlauer ausspielen, bin ich der Meinung. Aber sonst im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Beide Tore sind aus Eckbällen entstanden aus dem Spiel. War es doch schwierig gegen massierte Innsbruckerinnen? Ja, schon. Ja. Dorfer hat, finde ich, ein paar richtig gute Bälle gehalten. Sie sind extrem kompakt gestanden. Wir haben das schwer getan, durch die Reihen zu spielen und zu einer klaren Torschuss zu kommen. War Distanzschüsse einfach auch nicht immer schlau gelöst vor dem Tor. Aber ja. Jetzt wartet nächste Woche die Aufgabe bei Sturm Graz. Ganz andere Partie, ganz schwere Gegner. Ja, ganz eine andere Partie, stimmt. Sicher schwererer Gegner, aber ich denke, dass uns das ein bisschen höher anlaufen für uns besser ist, weil wir dann immer ein bisschen Raum hinter der Kette finden und das tut uns sicher gut. Nochmal Glückwunsch zum Sieg heute und wir drücken die Daumen für nächste Woche. Danke, Bernhard Sommer. Danke, Thomas. Und ich glaube, die Rike Tietz, jawohl. Rike Tietz, hallo. Hi. Glückwunsch zum 2:0 Erfolg gegen Wacker Innsbruck. Ich habe gerade mit dem Trainer schon geredet. Bisschen ein zähes Spiel heute, aber trotzdem wichtig, die 3 Punkte. Ja, zähes Spiel. Wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte. Ich denke, an der Effizienz vorne müssen wir ein bisschen schrauben, wenn es nächste Woche gegen Sturm geht. Aber sonst sind wir, glaube ich, heute einfach nur glücklich, dass es die 3 Punkte geworden sind. Die ersten 2 Spiele jetzt im Frühjahr souverän gewonnen. 14:0 letzte Woche im Cup, heute gegen Innsbruck. Macht es euch zuversichtlich, dass ihr gar nichts zugelassen habt hinten? Ja, es ist natürlich immer schön, wenn die 0 hinten steht. Ich glaube, da freuen wir uns immer und es ist auch ein Zeichen an die Gegner, dass wir weiterhin defensiv kompakt stehen. Und somit bin ich sehr positiver Dinge für die Zukunft. Nächste Woche Sturm Graz, ganz schwerer Gegner. Es bleibt spannend im Kampf um Platz 2, weil die Wiener auch gewonnen hat. Ja, genau. Wir denken von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel die 3 Punkte natürlich holen. Schauen wir, was das nächste Woche drin ist. Wir werden uns gut vorbereiten. Und Sturm kann sich hoffentlich warm anziehen. Wir drücken die Daumen. Danke, Rikki Tietz. Dankeschön. Dankeschön. Danke. So, liebe Zuschauer, das war es jetzt auch von unserer Seite. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Sonntagnachmittag. Schön, dass Sie dabei waren live auf Ländle.tv. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag und sehen uns dann hoffentlich bald wieder zurück aus der Cashpoint Arena, wenn es wieder heißt Frauenfußball auf Ländle.tv. Ciao.